Ja, die anderen kann ich alle nicht öffnen. Als wenn sie jetzt offen ist. Das war gut. Nein, nicht schon wieder so eine Portierungskacke hier. Obwohl, die hat schon richtig gut kassiert bis jetzt. Kassiert, Alter. Ups. Da waren leider nicht 5 drauf. Na komm. Nein. Na komm, mach das Foto noch. Ach, als wenn. Ich konnte jetzt nicht hinlaufen. Und der hat was zurückgelassen. Eine alte Schlüsselplatte aus Metall. Hey, wartet mal. Heißt das jetzt, ich muss das Foto nicht mehr machen? Eigentlich ja nicht, ne? Weil eigentlich habe ich den Schlüssel doch jetzt. Aber jetzt ist sie aber auch nicht halb geöffnet, sondern ganz geöffnet. Aber wir gehen einfach mal hin. Oh, ich hasse diese Hände, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, ich sag's immer wieder, dass ich keine Ahnung habe, aber ich habe ja auch wirklich keine Ahnung. Wir heilen uns nochmal das Stückchen voll. Da geht's doch bestimmt ab, ey. Da drin geht's doch bestimmt ab. Wir treffen doch bestimmt den Eingeist, den der gefilmt hat, der auf den zugekrochen ist. Guck mal, das Telefon ist hier links. Das war ja irgendwie sehr nach links gewesen. Und wo er nach rechts geguckt hat, war es rechts, oder? Da hat er ja gesagt, gehe ich mal schnell weiter. Ich glaube, es war so. Och Mann, jetzt habe ich von ihr ein Foto gemacht. Okay, das war schon klar, dass wir da jetzt nicht raus können. Also denke ich mal, dass es da rausgeht. Wäre dumm jetzt auf einmal wieder aus dem Haus raus, ne? Irgendwas ist hier. Hey, ist das unter mir? Ach ja, tatsächlich.
drehe mich da wie blöd und dann ist das doch unter mir gewesen. Oh nein, komm. Ich das immer schaffe, wenn man 5 hat, dass ich das immer hinkriege, dass ich denn nur auf, keine Ahnung, auf 3 oder so komme. Da jetzt ein 5 und gleich passiert es wieder, dass es nur 4 sind oder so. War's das? Ich glaube, der stirbt gerade. So, da irgendwo hinter der Wand. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier. Oh, guck mal, da ist auch schon eine Notiz. Vom Volkskundler. Die Handschrift ist überaus elegant. Hier im Land existiert ein merkwürdiger Brauch. Es gibt von Region zu Region Unterschiede, aber der Ursprung ist stets der gleiche. Er ist geheimnisvoll, doch strahlt er zugleich eine unwiderstehliche Schönheit aus. Um ihn zu verstehen, reiste ich durch das ganze Land, ehe ich mich hier auf dem Berg niederließ. Die Anmut des Morgentaus, der fühlbare Kummer des Sonnenuntergangs hinter dem Berg und die Ernsthaftigkeit der Nacht, die den Berg umarmt. Auf dem Berg selbst vergöttert man das Wasser, doch warum? Um dies zu verstehen, habe ich diesen Ort zu meinem Zuhause gemacht. Na, das war ein Fehler. Denke ich mal. Ein Heimschrein wurde. Was? Ein Heimschrein? Wurde oben an der Wand verankert. Ein Heimschrein. Hört sich irgendwie komisch an. Das ist Telefoni Ringi Ringi. Wir können abnehmen. Warte mal. Hä? Sein Freund war hier? Dieser, der, ja, der heiraten will, wahrscheinlich nie. Hä? Aber was macht der in dem Haus? Aber, na okay, ich weiß nicht. Wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Ist genau dasselbe Bild wie in dem Fotoalbum. Ist Kazuya deswegen genau wie ich hierher gekommen? War hier nicht noch was? Ja. Warte, da hat er noch was. Oder war es der Fernseher? Ne, es war der Fernseher. Ach so, hier geht's aber nicht weiter. Ich kann durch die verwitterte Schiebetür in den Raum sehen. Scheint niemand in dem Inneren zu sein. Da ist ein Loch, auf jeden Fall. Und Weihwasser, ne? Oh, wieso steht hier auf einmal oben? Oh mein Gott. Na komm, um die Ecke. Oder durch die Ecke. Wieso nicht? Oh, die kassiert ja richtig. Oh, wo ist sie?
Uiuiui. War's das schon? Mann, wieso sterben die mal in den Wänden? Ich glaube, man kann sie trotzdem dann berühren, aber halt nicht in den Wänden drin. Aber man kann, denke ich mal, jeden berühren. Aber wahrscheinlich, also Besonderes bei so einer Person sieht man wahrscheinlich nicht. Genau wie mit dem Typen vorhin, den ich da berührt habe. Der hat nur was von dem schwarzen Wasser geredet. Ich kann durch das Loch im Boden des Flurs Wasser erkennen. Das Wasser ist schwarz und trüb und es ist schwer, unter die Oberfläche zu sehen. Spuren führen aus dem Wasser, als ob etwas herausgezogen wurde. Oh, hier geht's weiter. Wir können da vorne ja auch noch nach oben. Wo müssen wir denn jetzt lang? Was war das schon wieder? Die Tür geht auf einmal von alleine auf? Und da steht so ein Typi. Na komm, gib mir 5. Gib mir 5, Bro. Yes. Guck mal, der hat's drauf. Und dann verschwindet er immer wieder. Stirbt der schon? Guck, wir können ihn berühren. Aber wahrscheinlich sehen wir jetzt nicht so was Besonderes. Oder auch nicht. Wir kriegen nämlich keine Vision. Nur Punkte für die Vision. Ich weiß noch nicht so genau. Boah, aber man findet so viele Sachen zum Heilen. Zwei Gedenktafeln und eine Buddha-Statue wurden auf dem Altar platziert. Eine Schriftrolle hängt in der Nische. Die Oberfläche ist zu verwittert, um zu erkennen, was darauf geschrieben war. Ist ja auch schon ein altes Haus, ne? Hier geht's auch noch oben. Wartet mal, was? Wo geht's hier denn noch weiter? Ach, hier, in dem. Okay. Oder auch nicht. Geht wohl doch nicht weiter? Wieso zeigen sie ihn jetzt immer? Ich meine, es ist ja nicht sein Freund, ne? Es ist ja dieser Keiji Watarai. Ein altes Notizbuch. 3? Haben wir 2 schon gefunden? Ich weiß nicht. Die Leichenfotografie wurde auch hier zum Phänomen. Nachdem die Kamera aus dem Westen herübergekommen ist, als Fotografie noch selten war, halfen Bilder von Verstorbenen den Überlebenden, Familienmitgliedern dabei, mit ihrer Trauer zurechtzukommen. Für die Leichenfotos, die es noch immer in Japan gibt, wurden zwar die Methoden ihrer westlichen Gegenstücke verwendet, jedoch war deren Bedeutung eine andere. Vor allem die Fotos der Region des Hikami-Bergs scheinen eine gewisse melancholische Schönheit auszustrahlen. Ich glaube, dass diese Fotos von einem Wissenschaftler namens Kunihiko Aso gemacht wurden. Ich habe auch Bilder aus anderen Regionen untersucht und wie es scheint, ist er der Urheber der meisten dieser Bilder. Seinen Forschungen zufolge wollte er mit der Fotografie
die Seele einfangen. Nachdem ich mir diese seltsamen und mitreißenden Werke aus erster Hand ansehen durfte, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass er wohl erfolgreich war. Einer meiner alten Freunde nannte Kameras einsame Kisten. Ob er nun meinte, dass das Modell durch den Blick im Sucher in einer dunklen Kiste allein gefangen ist, oder ob man sich selbst allein fühlt, wenn man durch die Finsternis des Suchers blickt, ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall finde ich, dass diese Worte eine gewisse Resonanz haben. Also ich war... Ist da gerade was runtergefallen? Ich glaube ja. Ah, ich weiß nicht, ich will eigentlich nochmal zurückgehen. Wir wollen ja eigentlich alles überprüfen, ne? Oder? Wollen wir doch. Interessiert mich halt schon, was da ist. Und wenn da halt nichts ist, dann ist das halt so. Aber wenn da doch was ist... hey, hier ist der... Nee, nicht genommen wie im Video. Im Video stand da einer. Und dann war er auf einmal weg. Aber der war, glaube ich, nicht der, der oben war. Oh Mann, komm schon. Wie oft die gerade kommen, ne? Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.